So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Shalia. Herzlich willkommen zu dem dritten Teil von dem Thema Blue Ocean Strategy. Jetzt haben wir einen Samstag und das ist außergewöhnlich. Ich arbeite normalerweise nicht am Wochenende, aber gestern hatten wir keine Lust zum Arbeiten, um dieses Video zu drehen oder sonst was zu tun. Und wer ist wir? Natürlich mein lieber Sidekick, Duke. Der hat gedacht, er ist dabei heute bei dem Gespräch, hat auch vorgeschlagen, dass wir ein Kamingespräch machen heute. Und weil er so süß ist, sage ich fast immer ja zu all seinen Vorschlägen. Ja, das ist ein Beitrag zu dem heutigen Call. Aber das war es dann, glaube ich, eigentlich. Da macht er nicht viel mehr. Also, nochmal zum Hinweis. Wenn du den ersten und den zweiten Teil von Blue Ocean Strategy noch nicht geschaut hast, dann würde ich dir sehr ans Herzen legen, das zu tun. Egal, ob du hier in der Facebook-Gruppe herunterscrollst und nachher das nochmal nachholst oder auf dem Blog das anschaust bei mir bei shaliastevens.com. Das Ganze wird viel mehr verständlich und baut natürlich aufeinander auf. So, worum geht es hier? Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung wieder von Blue Ocean und Red Ocean. Ihr erinnert euch vielleicht, Red Ocean ist der Ort, wo dein Markt ist, wo immer mehr Wettbewerber auf den Markt drängen und konkurrieren um die gleiche Anzahl von Personen, die als Kunden oder Klienten in Frage kommen. Und weil diese Wettbewerber mehr werden, aber die Kunden nicht mehr, dann bekommt der Markt sowas wie einen Mangel und man beginnt mit verschiedensten Strategien enger zu gucken. Kann ich diesen Segment ansprechen? Kann ich mit meinem Preis was verändern, mit meiner Kommunikation, damit ich auffalle im Markt? Also es gibt eine ganze Menge von Red Ocean Kommunikationsstrategien, um hier an diesem sehr vollen Markt zu bestehen und zu überleben und zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir unser Blue Ocean. Und zwar, hier ist dein Markt. Und die Idee ist, dass man den Markt erweitert, dass man neue Zielgruppen erschließt. Und wir haben in Video 1 über Ebene 3 gesprochen, in Video 2 über Ebene 2 gesprochen. Und heute im Video 3, Teil 3, werden wir über Ebene 1 sprechen. Und das ist eine Erweiterung, die wie folgt ausschaut. Ihr könnt euch erinnern, die Zielgruppen bei Ebene 1 sind gerade außerhalb von deinem Markt. Und ich habe gesagt in den letzten Videos, dass sie mit einem Fuß im Markt drin sind und mit einem Fuß außerhalb des Marktes. Das heißt, irgendwas an diesem Red Ocean Markt sieht sie an. Sie hätten gern die Sachen, die drin sind. Sie würden davon gerne profitieren und diese in Anspruch nehmen, egal ob Dienstleistungen oder Produkte. Aber irgendwas stimmt noch nicht für sie. Irgendwas fehlt, möchte ich das dazu sagen. Und deswegen sind sie mit einem Fuß drin und einem Fuß draußen. Und die Frage, wenn man beginnt zu überlegen, wie kann ich diese Ebene 1 Zielgruppen erschließen, ist, was fehlt denen eigentlich? So, die Patrizia schreibt, hallo Shelly, es sieht ja richtig gemütlich bei dir aus mit dem Ofen im Hintergrund. Wünsche dir einen schönen Tag und lausche deinen Ausführungen. Sehr schön, Patrizia, dass du dabei bist. Du bist so eine treue Folgerin. Mein Herz geht immer riesen auf, wenn ich dich hier sehe. Wo bist du heute? Wie sieht's bei dir aus? Hast du vielleicht auch einen gemütlichen Feuer im Hintergrund? Würde mich interessieren. Ja, und zwar, ich habe gedacht, ich bringe ein Beispiel heute mit, das mit Kinos zu tun hat. Und wieder spreche ich über den amerikanischen Markt, wo ich aufgewachsen bin, weil dort fallen mir einfach Dinge auf andere Arten und Weisen ein. Und wir sind auch so verrückt, wie wir sind sonst in der Politik. Und als Menschen sind wir doch sehr innovativ und wir sind dafür bekannt, Blue Ocean Strategies durchzuführen und neue Märkte zu erschließen. Wir sind da sehr gut darin. Und zwar geht es um Kinos. Und ich weiß nicht, wie alt du bist. Die meisten Leute, die in meiner Folge schafft, sind zwischen 35 und vielleicht 55, 60 Jahre. Und ihr wisst das vielleicht, also als wir jung noch waren, ich bin in 74 geboren, war es so ein Riesending, dass man ins Kino gegangen ist. Es war ein Ereignis als Teenager. Dort hat man sich getroffen mit seinen Freunden, vielleicht ist man dort verabredet gewesen auf ein Date. Man hat Händchen gehalten, vielleicht ein bisschen geknutscht im Dunkeln. Kino war eine aufregende Sache.
Nur hat sich der Markt natürlich für Kinos sehr sich weiterentwickelt über die vielen Jahre, wo ich auf diesem Planeten bin. Und zwar, je immer mehr kamen neue Angebote auf. Als ich schon in der Schule war, als Teenager, so sage ich mal, 10., 11. Klasse, konnten wir einfach zu einem Videoladen fahren und dort gab es diese große VHS-Kassetten, die man ausleihen konnte in die verschiedenen Kinofilme. Später kamen DVDs, heute haben wir Sachen wie Netflix und Co. Wir können uns hier hinflanschen in unser Wohnzimmer, wo ich auch heute bin, uns gemütlich machen, wie Duke das gerade macht. Und wir können uns alle möglichen Kinofilme, TV-Serien uns reinziehen. Das heißt, ab einem gewissen Alter wird die Attraktivität des Kinos, es lässt einfach nach. Und es ist schwierig für die Kinobetriebe. Es ist schwierig für sie, Kunden reinzukriegen. Und die meisten Kinobetreiber, und das weiß ich, weil ich früher 20th Century Fox betreut habe, sie haben ein richtiges Problem, weil die Zielgruppe, die ins Kino kommt, sind die jungen Leute nach wie vor. Da versuchen sie, die zu bedienen mit auf Jugendliche fokussierte Filmen. Arten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in letzter Zeit, aber Kinofilme wie die übertragen wurden, sind von Comicbüchern wie Superman und Wonder Woman und ich weiß nicht, was es die ganze Marvel-Comic-Reihen sind. Mit ganz viel Action und Boom Boom und Bang Bang, die die Jugendliche ansprechen. Das sind überwiegend die Filme, die im Kino sind heutzutage. Und man hat Schwierigkeiten, die jungen Personen anzusprechen, sie gerade in das Leben starten. Sie begonnen haben, einen Job zu haben, eine Karriere anzufangen, eine Familie zu gründen. So ab 30 bis 40 ist echt schwierig, die Leute ins Kino zu kriegen. Und 20th Century Fox hatte auch ein Problem damit oder kämpft immer noch damit. Und in Amerika hat man begonnen, darüber nachzudenken, was kann man für Konzepte machen, um die Leute, die zwischen 30 und 40 sind, die ins Kino gerne kommen möchten, sie haben eine Lust und eine Nostalgie für diesen Kinosaal und diese ganze Erfahrung, aber die zu Hause bleiben. Warum? Weil sie Kinder haben. Sie haben Kinder in der Regel und sie müssen nicht nur zahlen für das Kino selber. Also die Tickets sind nicht günstig, aber auch das Essen, was dort ist, ist eine nicht mehr so günstige Erfahrung. Sie müssen auch natürlich das Babysitting zahlen. Keine Ahnung, 8, 10, $12 pro Stunde, je nachdem, in welcher Stadt man lebt oder ob auf dem Land oder in einer Großstadt. Und das stapelt sich über die Zeit, weil die Eltern natürlich, wenn sie schon mal ausgehen für ein Date-Night, nicht nur ins Kino wollen, sondern sie wollen auch essen gehen und ein ganzes tolles Erlebnis schaffen für sich und so ein romantisches Zusammenkommen ohne die Kids. So, das wird teuer. Sie müssen einen Babysitter engagieren und wo sie auch keine Geduld haben, ist auch mit dem Thema Parkplätze. Und wie komme ich dort an? Wie finden wir einen Platz? Und alles wird sehr mühsam und daher bleiben sie häufig zu Hause. Sehr schade, aber es gibt eine Lösung. Und zwar eine Blue Ocean Strategy sind die sogenannten Dine-in-Theater-Konzepte. Hast du das gesehen? Hast du selber daran teilgenommen? In Deutschland kommen sie ganz neu, zum Beispiel im Großraum Berlin oder in Hamburg, heißen dort Cinebars, wenn du das noch nicht gesehen hast. Und die verstehen sich als eine Art von Premium-Kino für ältere Zielgruppen. Natürlich verändern sie der Art von Film, die sie zeigen. Also die Themen sind intellektueller, nicht so viel Bang Bang Ping Ping und diese ganze Marvel Comics Übertragungen. Also das ist schon eine Art und Weise, wie sie sich herausheben. Aber sie haben sich natürlich gefragt, okay, wenn diese Eltern schon mal rausgehen und essen gehen wollen, vielleicht können wir das irgendwie kombinieren. Und vielleicht können wir auch einen Parkplatz anbieten. Also haben sie begonnen, so etwas wie ein Paket zu gestalten. Diese Zielgruppe zwischen 30 und 40 kommt zu diesem Event, diesem Kino-Event, weil sie fahren dorthin, kriegen sofort einen Parkplatz, weil die sind reserviert für diese Dine-in-Theaters. Man kommt rein, sitzt an einem gemütlichen Tisch, dort ist eine Rose, eine Vase. Es kommen so Bedienungen, so mit diese Fliegen auf oder Smokings und sie servieren ein Menü. Es gibt Essen und zwar richtig gut schmeckendes Essen und nicht irgendwelches
Nachos oder Futter aus der Dose. Es ist eine richtig hochwertiges Restaurant-Erfahrung. Und sie kriegen Wein oder ein schönes Bier und sitzen gemütlich in so diesen plüschigen Sitzen und haben sowas wie ein Dinner und gleichzeitig auf der Leinwand wird der Film gezeigt. Okay? Das heißt, das Kino hat gesagt, was fehlt unserer Zielgruppe, die wir ansprechen wollen? Und wie können wir, indem wir die fehlenden Puzzleteile ergänzen mit komplementären Dienstleistungen, die für uns zurückerobern? Und ich gehe zurück zu dem Diagramm. Das war hier. Also, die sind auf Ebene 1. Die sind Marktkino. Hier, der Marktkino. Aber sie sind mit einem Fuß drin. Die wollen, aber es passt noch nicht so richtig. Also erschließen Sie diese Zielgruppe mit komplementären Dienstleistungen. Okay, das ist die Idee von komplementären Dienstleistungen. Und ich möchte das übertragen auf den Markt für Coaches, Trainer, Berater und andere herzgetriebene Dienstleister. Vielleicht, wenn du die letzten Videos geschaut hast, hast du gesehen, dass ich diese Übertragungsleistung gemacht hast oder habe. So, wie sieht es aus bei uns? Und ich kann nur mein Beispiel nehmen. Und zwar, ich bin im Jahr 2013 zu einer Mentorin gekommen, Fabienne Fredrickson. Über sie rede ich ganz oft. Ich finde, wenn jemand dein Leben positiv beeinflusst, wenn du viel von diesen Menschen gelernt hast, es ist so toll, die nennen zu dürfen. Und ihnen, auf Englisch sagen wir, give credit where credit is due. Gebt die Lorbeeren da, wo sie hingehören. Sie hat mein Leben und mein Unternehmerin-Dasein total verändert. Weil sie hat etwas in ihren Coaching-Programmen, die andere nicht hatten. Und zwar, sie hat etwas gehabt, was mir sonst als Konsumentin gefehlt hat. Ich war in dieser Diagramm auch auf der Level One. Ich hatte viele Jahre auf dem amerikanischen Markt beobachtet, Personen wie Melanie Lischinski, es gab noch der Christian Michelsen, wen haben wir noch gehabt? Ellie Brown, es gibt noch die Marie Forleo oder andere. Und was mir irgendwie bei vielen Konzepten damals, wo ich begonnen habe zu schauen, in 2009, in 2010, und vielleicht hat sich das über Zeit verändert bei diesen Personen, aber wo ich da ja was sagt man, angestanden bin, ist, dass diese Konzepte oder die Art und Weise, wie sie aufgetreten waren damals in dem Markt, war höher, schneller, weiter. Play a big, big business, Reichweite, ständiges Launchen, Fokussierung auf transaktioneller Umgang mit deinen Kunden. Also der Fokus auf Geld und Umsatz und Kundengewinnung und irgendwie dieses gehetztes Geschäft und irgendwie Verdoppelung von deinem Umsatz, Verdoppelung von deiner Liste, also irgendwie diese Aussagen. Und was mir gefehlt hat, war irgendwie ein bisschen Herz. Mir hat gefehlt individuelle Konzepte. Und vielleicht erzähle ich einfach von dem Beispiel von Fabienne wieder, weil das mich damals so nachhaltig beeinflusst hat. Und zwar, wo ich bei ihr gekommen bin, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie ganz viel Liebe in ihr Geschäft gebracht hat. Und zwar, als ich ihr Podcast gehört habe oder nicht Podcast, aber Webinare oder das erste Mal, wo ich sie sprechen gehört habe bei jemand anders auf einer Summit. Sie hat irgendwie in der Art und Weise, wie sie gesprochen hat, eine wahnsinnige Wertschätzung gehabt für ihre Kunden, für ihre Situation. Sie war ein sehr, sehr liebevoller Mensch. Und du hast gemerkt bei ihr, sie hat nicht versucht, das zu verstecken. Sie war einfach so, boah, also die Liebe in Person einfach. Das hat mich wahnsinnig angesprochen. Außerdem, was mich angesprochen hat, ist, dass sie über Integrität gesprochen hat, über Authentizität, aber sie hat es auch vorgelebt. Sie hat über Werte gesprochen in deinem Business und über das, was wir wirklich an diese Welt weitergeben wollen. Es war eine Fokussierung, ja, auf Businessaufbau und auf Marketing und wie man Kunden gewinnt, aber es war viel, viel mehr als das. Es war sowas wie ein holistisches Abholen von mir als Person. Ich habe mich davon sehr angesprochen gefühlt. Und das hat mir bei den anderen gefehlt. Und wo ich gesehen habe in ihrem Beispiel, hey,
Man kann ein Business haben, wo man seine Leute liebt, wo man seine liebevolle Art mit einbringt, wo man andere Dinge fokussieren kann als nur Geld und Kundengewinnung, war ich einfach vollkommen dabei, weil das hat mir vorher gefehlt. Dann habe ich ein Programm von ihr gebucht und ich bin da reingekommen. Und was ich auch gemerkt habe, was sie macht, was andere nicht macht, ist folgendes. In vielen anderen Online-Programmen, wo ich war, bei Online-Vermarkter, habe ich das Gefühl gehabt, es gab einige wenige Leute, die waren oben an der Pyramidenspitze und sie haben riesengroße Sprünge gemacht in der kurzen Zeit, wo sie bei diesem jeweiligen Online-Guru oder Mentor gewesen sind. Und wenn man unten auf der Pyramide geschaut hat, ab hier quasi, also 90% der anderen Leute oder mehr, haben keine Ergebnisse gekriegt. Die waren nicht erfolgreich und sie haben mit großen Augen hinaufgeschaut zu diesem Paradebeispiel wenigen an der Pyramidenspitze. Und diese Pyramidenspitze-Personen wurden in allen Marketingkommunikationen, auf den Erfolgsbühnen und überall in den Testimonials gehuldigt. Und die anderen haben sich einfach gedacht, ja, okay, was ist mit mir? Ich schaffe nicht diese Ergebnisse und ich bin hinterher und ich fühle mich nicht wohl. Und wo ich selbst in Programme war, wo ich nicht an der Spitze war, sondern in diesem viel weiteren unteren Bereich, ich habe einfach gedacht, okay, was mache ich hier mit diesem Überflieger? Ich passe hier nicht rein, ich schaffe das nicht. Irgendwas mache ich hier falsch. Und mein Selbstwertgefühl ist einfach in der Zeit auf den Boden gesunken. Hast du sowas auch erlebt, vielleicht in einem, in dem Zusammenhang mit dem Lernen, wie du dein Business aufbaust? Jedenfalls hat Fabienne in ihrer liebevollen Art hingeschaut und sie hat ihre ganze Programme und Produkte angeschaut und sie hat gesagt, okay, warum ist es so, dass einige wenige Leute in der Spitze Ergebnisse bekommen und viele unterhalb nicht? Und was sie gemerkt hat, ist, dass wir alle anders ticken, eins, und sie hat begonnen, die Art und Weise, wie sie lehrt, auszufächern. Das heißt, mehr verschiedene Arten von Businessmodellen zu zeigen, mehr verschiedene Arten von Marketing zu zeigen, weil wir alle auf andere Dinge anspringen, alle andere Stärken haben. Das hat schon mal sehr geholfen. Und dann hat sie auch noch was gemacht in ihrem Programm, was ich sehr spitze fand. Sie hat gesagt, okay, wir werden die Leute, die in dieser Umsatzkategorie sind, zum Beispiel nur bis 50.000, zusammen clustern in eine Gruppe. Daraus machen wir einen Growth Track. Diejenigen beispielsweise, die zwischen 50.000 und 100.000 sind, die clustern wir zusammen. Und so weiter und so fort. Sie hat 4 Tracks gebaut, die auf Umsatz gebaut worden sind. Und so ist plötzlich das Paket eben gewesen für all diejenigen, die in ihrem Track waren. Die waren ähnlich auf dem gleichen Level, sie hatten ähnlichen Erfolg, keiner war ewig über die anderen gestanden, sondern man hat einfach das Gefühl gehabt, okay, wir sind hier alle und wir machen das gemeinsam. Also das war auch plötzlich eine Community in allen von diesen Tracks. Das hat mir auch gefehlt. Ich war so als Alleingängerin auf dem Weg und habe mich sehr isoliert gefühlt, weil die meisten Programme, wo ich vorher gewesen bin, waren entweder Selbstlernkurse oder so hochpreisige Mentoring-Programme, wo ich unten in der Hierarchiestufe war, dass es irgendwie nicht gepasst hat. Also, ich weiß nicht, ob ich das gut vermittle, was ich sagen will, aber sie hat Dinge geboten und entwickelt mit ihrer Art und Weise, Produkte und Programme zu machen, die mir gegeben hat, was mir gefehlt hat. Weil ich war vorher wirklich auf der Kippe, mein Geschäft aufzugeben, weil es nicht geklappt hat für mich, weil ich immer in diesem unteren Teil von der Pyramide war. Sie hat mir hinzugefügt Dinge, die mir geholfen haben, dabei zu bleiben. Und aus meiner Sicht holte sie somit auf der Level 1 ganz viele solche Leute, und da gibt es jede Menge davon, die sich gewünscht haben, Herz und Integrität und Authentizität und die Möglichkeit, in eine richtig für sie passende Peergruppe zu sein, diese Community zu haben. Und da wäre meine Frage an dich heute. Wie sieht es bei dir aus? Wo sind überhaupt diese Leute, die mit einem Fuß drin und einem Fuß draußen in deinem Markt, in deiner Branche? Was fehlt ihnen? Hast du dir überhaupt gesagt oder gefragt, warum sind sie mit einem Fuß drin und einem Fuß draußen? Und die nächste Frage ist, was kannst du geben, was andere am Markt nicht geben?
vielleicht in dem Fall, Fabienne hat gegeben Strategien und Struktur, aber auch gleichzeitig Liebe und Community und die auf eine passende Art und Weise. Und das versuche ich auch in meinem Business nachzumachen, weil sie ist ein großes Vorbild für mich. Ganz viel diese Liebe reinbringen und auch diese Erfahrung, die sie für mich geschafft hat, versuche ich für meine Kunden zu schaffen. Wie sieht es bei dir aus? Und bei dieser Fragestellung, wenn man sagt, okay, was kann ich hinzugeben? Du kannst natürlich vom Markt ausgehen und fragen, was ihnen fehlt. Was du auch tun kannst, ist, du kannst sagen, was habe ich im Überfluss? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich komme von einer total verrückten Familie, wirklich verrückt. Also wenn ich dir meine Familiengeschichte erzählen würde und welche Charaktere wir dabei hatten, einige die davon in Gefängnis gelandet sind und wieder ausgebrochen und alles Mögliche. Ich muss sagen, es war eine sehr abenteuerliche Kindheit. Und wir hatten nicht viel Geld. Also wir hatten genau genommen sehr, sehr wenig Geld. Also wir lebten unterhalb von dieser Poverty-Grenze in den USA und es hat an allen Ecken gefehlt. Aber da, wo es absolut nicht gefehlt hat, war an Liebe und an Encouragement. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das Wort auf Deutsch heißt, aber meine Familie, so verrückt sie waren, sie haben immer zu mir gesagt, Shalia, ich liebe dich, wir lieben dich, du bist die Beste, du bist die Hübscheste, die Schlaueste, die Lustigste. Und sie haben in mir ein Gefühl installiert, was auch immer du tun willst, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen, ist es für dich möglich. Und was meint ihr, was diese unendliche Liebe für mich getan hat in meinem Leben? Was meint ihr, was dieser unendliche Selbstwertgefühlvermittlung für mich in meinem Leben gemacht hat? Ja, ich habe es im Überfluss. Das heißt, ich kann diese unendliche Liebe und dieser unendliche Selbstwertgefühl an meinen Kunden auch weitergeben. Und das tue ich. Das heißt, schau in deinem Leben, wo hast du vielleicht aus der Kindheit oder auf deinem Lebensweg an Überfluss, was du geben kannst, hinzu zu dem, was du ohnehin schon tust, was vielleicht andere in deinem Markt machen, aber wo du was ergänzen kannst. Oder vielleicht hat dir was gefehlt. Ich muss sagen, ich bin in meinem Leben reich beschenkt worden. Es hat mir nicht so wenig gefehlt, aber es gibt Menschen, denen hat vielleicht Anerkennung gefehlt oder ihnen hat gefehlt, jemand, der sie unterstützt, etwas zu tun. Ich weiß es nicht. Also da ich einfach so ein Fühlermensch bin und ganz viel mit auf den Weg gegeben hat, weiß ich nicht. Aber schau in deinem Leben zurück. Was hat dir gefehlt? Vielleicht als Kind auf deinem Lebensweg. Und wo bist du als Erwachsener? Wie hast du das ausgeglichen für dich? Wie hast du das wieder aufgebaut und dir selbst gegeben? Und vielleicht, weil du es dir selbst gegeben hast, ist es dir wichtig, dass andere das auch bekommen in Erfahren. Und wie kannst du das zu deinem Angebot noch verstärkt hinzugeben? Sodass, wenn die anderen auf den Markt schauen und sagen, okay, du hast das und das, das haben Wettbewerber auch, aber du hast auch noch das und das und das, ja? Sodass du diese Ebene 1 weiter mit hinzufügen kannst. So, das war der letzte Impuls bei diesem Blue Ocean Marketing, beziehungsweise Marketing, ja. Es geht häufig bei Blue Ocean Strategy um die Veränderung deiner Produkte und Dienstleistungen, nicht um die Kommunikation direkt. Vieles wird danach kommuniziert, nachdem du das im Innen verändert hast. Es geht wirklich an den Kern von deinem Geschäft. Ich habe noch hier einen Punkt ausstehen, bevor wir Schluss machen. Und zwar könntet ihr euch erinnern, wer bei Teil 1 und 2 dabei war. Ich habe so einige Faktoren aufgelistet, die eine Red Ocean Strategy ausmachen und einige Faktoren, die eine Blue Ocean Strategy ausmachen. Und ich möchte über dieses Thema Unbekanntes sprechen. Okay, hier ist das Ding. Wenn du im Red Ocean Bereich bist, das ist ein gesättigter Markt, das ist aber auch ein etablierter Markt. Was heißt das? Das heißt, über einige Jahre oder sogar Jahrzehnte oder Jahrhunderte, je nachdem, in welchem Markt du tätig bist, hat sich einfach der Markt etabliert. Man hat auf dem Weg gewisse Standards entwickelt. Es gibt, und das sieht man zum Beispiel im Online-Marketing-Bereich, oder? Es gibt eine Art und Weise, wie man Dinge macht. Also wenn man
ein Produkt launchen will, ist die Sache, die man aktuell macht, ist, man macht eine Challenge. Man sieht einige Hunderte oder einige Tausende Leute dorthin zu der Challenge. Am Ende der Challenge gibt es ein Webinar. In diesem Webinar wird etwas verkauft. Es gibt eine Nachfolgeserie, diese Autoresponder-Serie. Und viele auf dem Markt lehren, wie man das macht. Eine Challenge macht, eine Liste aufbaut, ein Launch macht und bis hin zum Kauf, oder? Und es ist ein bekannter Weg, der sich über Jahre, weil einige Personen das ausprobiert und perfektioniert haben und das an andere weitergeben, es wird irgendwann mal zum Standard. Und es funktioniert, nur hier ist das Ding, irgendwann mal, und vielleicht haben wir schon mal darüber geredet, in einer Red Ocean Strategy, die Konsumenten haben das millionenmal gesehen, es funktioniert, aber sie kennen das alles. Es ist überhaupt nicht innovativ, aber es ist bekannt. Und die meisten von uns wollen etwas Bekanntes haben. Wir wollen etwas haben, wo wir glauben, wenn ich die Schritte 1, 2, 3 und 4 mache, dann wird genau am Ende dieses Ergebnis rauskommen, was ich mir wünsche. Und weil andere das tun und mehrfach wiederholen und sagen, das ist es, es funktioniert so, wir übernehmen dieses bekannte Konzept. Jetzt wird es ein bisschen dunkel hier. Ich schaue mal, ob ich ein bisschen mehr Licht reinkriege, indem ich das drehe. Es ist ein ganz trister Tag da draußen. Und bei der Blue Ocean Strategy geht es um Unbekanntes. Wenn du dein Produkt veränderst, wenn du plötzlich neue Zielgruppen ansprichst, die gar nicht in Frage gekommen sind oder die einen Fuß drinnen und einen Fuß draußen hatten oder was auch immer wir in den letzten Videos besprochen hatten, dann gibt es nicht so viele da draußen, die damit Erfahrung haben oder vielleicht gibt es überhaupt keine Präzedenz dafür. Ich hoffe, das ist das richtige deutsche Wort. Also es gibt keine Erfahrung dafür. Das heißt, du weißt es nicht. Du probierst etwas aus und du weißt gar nicht, ob es ankommt. Und du weißt nicht, wie du das vermarktest. Du weißt nicht, wie du das auslieferst. Und deswegen ist für viele Blue Ocean ein etwas scary Bereich, weil das ist nicht ein Plug and Play und man weiß, ob man Erfolg am Ende hat. Was Blue Ocean ist allerdings, ist eine Chance, experimentierfreudig unterwegs zu sein, neues Terrain anzuschauen und auszuprobieren. Es ist eine Chance, dass dein Business für dich frisch bleibt, für dich Spaß macht, für deine Kunden, was Tolles, Überraschendes darstellt, was vorher nicht da gewesen ist. Manchmal wirst du damit Erfolg haben und manchmal nicht und manchmal alles dazwischen. Und manchmal muss man eine Weile dranbleiben, bis man weiß, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Aber wenn dein Herz und deine Seele dich ruft in Richtung einer Blue Ocean Strategy, kann ich dich nur ermutigen, das auszuprobieren. Was hast du überhaupt zu verlieren? Nichts. Außer ein innovativeres Geschäft, außer ein Geschäft, was auffällt, sich von den grauen Massen der anderen, die nur Standards abwickeln und abliefern, wo du einfach strahlen und brillieren kannst. Das ist doch toll. So, wir kommen jetzt zum Ende von Blue Ocean. Vielen Dank, dass ihr bei diesen drei Teilen dabei wart. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich nächste Woche Lust auf eine weitere dreiteilige Serie. Wir werden schauen. Jetzt möchte ich einfach hier mal einen Kommentar schauen. Die Patricia schreibt, danke, ich freue mich auch immer sehr, dich zu sehen. Bin im Büro am Arbeiten und Planen, habe gemütlich Kerzen dazu und esse gerade Kuchen. Hast mich gerade in der Pause erwischt. Sehr gut, Patricia. Alles klar. Ich bin gespannt, wie es dir gefallen hat und was deine Inspiration, Gedanken sind. Hast du für dich eine Möglichkeit gesehen oder hat dich was inspiriert bei diesen letzten drei Videos? Wenn ja, schreib es mir im Questions-Bereich und sag mir Bescheid. Hallo Lena, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, die Nicole hat dich kontaktiert wegen der Vermarktung deines Events. Christa schreibt, vielen Dank. Du hast gerade eine Frage beantwortet, die ich hatte. Christa, das ist wunderbar. Welche Frage habe ich beantwortet? Schreib es mir unten auch später. Und Lena sagt, die Blue Ocean Sichtweise gefällt mir gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Alles klar. Also, ich werde jetzt mit Duke, wenn ich ihn überhaupt von seiner Matte hochkriege, wieder spazieren gehen, bevor es wieder anfängt zu regnen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder nächste Woche, genau hier in dieser Gruppe Herzgetriebenes Business und Marketing. Bis dahin, tschüss zusammen.